setzt du? Meine Haare. Was? Ganz einfach. Du tun wir vorne hinein sagen. Ich bin gezwungen worden. Hinten. Hinten? Ui. Ja. Tun wir hinten abschneiden. Dies oder jenseits vom Gümmeli? Ja, hinten drauf. Hinten drauf? Hinten drauf. Also hinten am Kopf? Nicht ganz. Nicht ganz, auf der anderen Seite. Ja. Gut, wie heisst Zwiebeln von der Wildsäu? A. Bracke, B. Bache. Ich würde sagen B. Das sind deine Haare. Ich würde sagen B, aber es sind deine Haare. B. Das ist super. Was ist das? B, aber es sind deine Haare. B. B stimmt. Frage Nummer zwei. Der Marabu ist ein afrikanischer Storch. Wen nennen die Muslimanen auch noch so? A. Ein heiliger, gelehrter Mann. Oder B. Palastwach vom König. Was, wie heisst der, der Storch? Marabu. Also sagen sie, hui, dort hinten kommt der Marabu. Oh. Oder geh doch mal zum Marabu, der tut dir das schon erklären. Ein Heiliger oder ein... Also ein heiliger gelehrter Mann oder eben Palastwach. Dort hinten kommen vier Marabus. Scheiße. Marabu. Marabu. Ich will auch sagen. Ja, ich... Los nicht. Also es ist schon eher der Gelehrte. Falsch. Oh, oh. Das ist einer, ne? Nein, es ist nicht sie. Doch, sehr. Der Erste. Und Zuschauer die Heime schreien jetzt schon und sagen, Gottes Willen! Nein! Ja, sie sagen nicht wegen der Haare, sie sagen, nein, es ist doch richtig gewesen. Und Zuschauer die Heime immer recht. Es ist... Okay. Es ist nur ein kleiner Test gewesen. Es ist nur ein Test gewesen. Ich will wissen, wie du das nervig durchstehst. Also, sind wir bereit? Dritte Frage. Wir kennen den Zoll als Grenzübergang. Es ist aber auch ein Mass. Wie lang ist ein englischer Zoll? 3,5 oder 2,54 cm? Ein englischer Zoll. 3,5 oder 2,54? Ja, in welche Klasse gehst du? Ich in die 5. Was für eine 5? Gimme. Ja, was für eine 5? 5a. Ah. Vorhin war es 6a. Und Typus? B. Gut. Ei, ei, ei. Es geht ja rassig, Typus B. Warum Typus B? Hättest du auch eine E nehmen? Ja, im Typus B lernt man zum Beispiel nicht, wie lang das ein Zoll ist. 3,5. Im Marabu haben wir schon miserabel. Falsch. 2,54. Ist das jetzt wieder ein Trick? Das ist kein Trick. Jetzt ist es hart. Also jetzt. Sind sie jetzt vertauscht worden? Ja, sicher sind sie vertauscht worden. Dann nehme ich noch mal die gleiche. Ich weiss gar nicht, mit welcher Hand ich es probieren soll. Er geht, aber es heisst noch nichts. Es geht alle. Er tönt, musst du mal hören. Was heisst noch nichts? Was? Oh, oh, oh. Das heisst noch nichts. Jetzt müssen wir schauen, ob er funktioniert. Ich muss mal hier heben und verlieren. Weißt du, wenn du Hallo? Ja. Also, darfst du darfst alles sagen, aber nicht Hallo. Nein. Mal schauen, ob er geht. Ich sehe gar nicht, ob er funktioniert. Schau mal, wenn ich das schön mache. Nein, vielleicht geht er ja nicht. Hast du Glück gehabt? Geht gerade nicht. Glaub's. Aber ich bin nicht sicher. Er geht. Gute Mitteilung, er geht. Ich muss es ein bisschen schön machen. Weißt du, was das Tolle ist am ganzen Spiel? Nein. Das Tolle ist, du kannst das Teil nachher jemandem schenken. Hast du im Moment gerade einen Freund? Im Moment? Nein. Ich höre dich so nicht. Hat die Stimme verschlagen? Ja, schon fast. Ich muss das Tübeling machen. Ich versuche wirklich ganz schöne Dinge. Ja, ich kann schon schauen, aber ich sehe nicht viel. Na, du siehst es im Fernsehen. Ja. Weißt du, das ist eine riesige Arbeit von mir. Ich lerne mich gut, das ist gut. Du hättest auch helfen können. Ich kann eine Kappe. Du hast nicht geholfen, das ist es. So. Da. Gib mal. Es ist noch eine aufwendige Sache. Du, zum Glück bin ich nicht gewaffnet. So. Ich kann schon viel haben. Fertig. So, es ist schön. Schau mal, vielleicht kannst du das Mäschchen drum machen. Aber von vorne sieht man gar nichts. Es kommt extrem gut.